und zu mal im Lehmbiom, aber das war's dann auch schon. Und da tut das doch mal gut, mal wieder so ein bisschen auf Wanderschaft zu sein, besonders wo wir jetzt ja diese viel besseren Möglichkeiten haben. Das sind ja Möglichkeiten, da habe ich vor Jahren von geträumt, volle Kisten mit mir rumschleppen zu können. Ich meine, ein Rucksack wäre schon genial gewesen. Aber gleich eine ganze Kistenkolonne. Allerdings schwächt das die Esel wieder ein bisschen. Das muss man natürlich auch so sagen. Ich meine, mir macht das nichts. Unsere Esel haben eh nie lang gelebt. Von daher geht das schon in Ordnung. Scheiße! Wo zur Hölle kam der her? Ja, dunkle Wälder sind dunkel. Der kann dann auch schon mal was drin spawnen. Deshalb arbeiten wir uns hier systematisch vor. So können wir zumindest schon mal nicht eingekreist werden. Weil wir auf der einen Seite dann immer noch Licht haben. Übrigens, die Kisten, die werden wir sofort auch wegsortieren. Da werden wir jetzt nicht groß jetzt alles in die Maschine reinwerfen. Deshalb sortiere ich die Kisten ja vorweg schon so ein bisschen, damit wir das schön ins Lager reinkriegen. So, schon wieder einer platt. Jetzt müsste ja langsam mal auch der Tag zur Neige gehen. Wir haben jetzt wie viele Bäume gefällt? Viele. Und hiervon auf jeden Fall die Setzlinge einpacken. Sind ja doch ein bisschen was Seltenes. Vor allem, wo man ja 4 für einen Baum braucht. Dasselbe ist bei Dschungelholz. Dass wir da Mangel hatten, das haben wir ja letzte Mal gemerkt. So. Ganz ordentlich. So, von 4 Bäumen werden wir haben wir jetzt Holz. Die 5. Sorte werden wir wahrscheinlich noch finden. Da gab es ja diesen Melonendschungel in der Richtung. Wenn ich mich nicht täusche. Die 6. Sorte Holz ist ja eher was Besonderes. Da kriegt man nicht ganz so viel zusammen.
muss man auch schon extrem die Wüsten absuchen, ob man da am Rand eine Steppe findet. Ja, komm. Geh kaputt, ein bisschen Laub mitnehmen hiervon. Davon haben wir auch nicht so viel im Lager. Aber jetzt geht's erstmal schlafen. Machen wir am nächsten Tag ein bisschen Laub weg. Ja, ist der dunkle Wald doch ganz schön zurückgegangen. Ein schönes Stück. Schauen wir mal. Oh, fangen wir mal hier an. Dazu, oder? Ja. Und dann kommt auch die erste Dunkeleiche wieder. Oh, guck mal, da haben wir was vergessen. Wir wollen ja nicht hier anfangen, irgendwie Schwebedinger zu erschaffen. Oh, das kann auch ruhig schon mal runterfallen. Das sammeln wir dann gleich ein. Ach, das war auch eine normale Eiche wieder mit dabei. Erstmal ein bisschen hochbuddeln. Und dann kommt die Schere zum Einsatz. Weiß nicht, ich glaube, ich vertrage die Seife nicht, die ich momentan nehme. Ich war ja heute Morgen erst baden, aber der ganze Körper juckt. Als hätte ich mich gerade in Brennnessel gewälzt. Eine Olivenölallergie wurde bei mir aber noch nie festgestellt. Ist ja nicht direkt Olivenöl, ist ja mehr so ein Duft nur.
Keine Ahnung, was da drin ist. Ob da jetzt wirklich, ob die Seife jetzt wirklich mal eine Olive gesehen hat, ist fraglich. Ja, ist ja bei so vielen fraglich. Was ich mich gestern mal so gefragt habe, ich habe so die Werbung vom Kaufland gesehen und die haben jetzt eine neue Produktlinie. Laktosefrei. K-Klassik laktosefrei. Und da steht drauf, laktosefreie Milch. Ist das jetzt milchfreie Milch? Oder ist da einfach nur ein Stoff rausgefiltert worden? Ich weiß das nicht so genau. Aber wenn das wirklich milchfreie Milch ist, darf sie dann überhaupt noch Milch heißen? Ich finde das verwirrend. Vor allem, dass man deine ganze Produktlinie macht laktosefrei. Ich meine, wie viel Prozent der Menschen sind wirklich laktoseintolerant? 2, 3. Und die kriegen eine ganze Produktlinie? Und ich kriege nicht mal eine gescheite Linkshändermaus? Das muss man sich mal vorstellen. Nee, aber das Problem ist, viele gesunde Menschen, die eigentlich ohne Probleme Laktose vertragen, wollen jetzt auf einmal laktosefreie Ernährung. Warum auch immer, es bietet keinerlei Vorteile oder Nachteile für sie. Nachteile schon, sie bezahlen das Doppelte für den Liter Milch, also. Ah, verstehe einer die Menschen. Ich habe schon lange aufgegeben, zu versuchen, sie zu verstehen. Habe ich ja doch noch einen Stamm drin. Dann gehört ja der doch nicht dazu. Das ist ja mal ein besonders hoher. Jetzt muss ich hier ein bisschen rüber hüpfen. Denn ich glaube, bis ich die Bäume da platt habe, ist das hier alles despawned und das wollen wir ja nicht. Dann hätten wir es ja auch gleich die Kern lassen können. So, alles einsammeln. Aber unsere Lagerbestände sind jetzt ja schon Wahnsinn. Was wir da so alles angehäuft haben. So. Dann nehme ich dich noch mit.
schon fast wieder gut gefüllt. Oh, dann du weg. Dann du weg. Ja, heute haben sich ziemlich viele Eichen zwischen unsere Dunkeleichen gemischt. Da liegt ja noch Holz rum. Und die Setzlinge nehmen wir auch alle mit. So, mal kurz ein bisschen die Arme bewegen. So. Weiter geht's. Wo ist die Sonne? Geht langsam unter. Das heißt, nach dem nächsten Baum ist wieder Schicht. Na? Na, dann legen wir erstmal das Schnitzel hier hin. Das holen wir uns dann morgen wieder. Und jetzt schnell ab ins Bett. Jetzt ist schon sehr dunkel. So, jetzt hole ich erstmal kurz das Schnitzel, bevor es verschwindet. Ich glaube, es war sogar ein Steak. Ja, nichts verschwendet. Hier wird absolut nichts verschwendet. Wow. Davon, davon. Die Laubkiste aufstellen. Und dann geht's mal weiter. Wenn wir Glück haben, sind wir Ende des Tages fertig mit der Kiste. Dann würde es nur noch darum gehen, einen glatten Stack rauszumachen aus den Resten. Keinen Platz verschwenden. So, jetzt können wir auch mal wieder vermehrt Eiche mitnehmen.
Von da. Jetzt noch genial wäre, das wäre eine Mischung aus Shulker-Chest und Ender-Chest. Also quasi eine Ender-Chest, die man mit sich rumschleppen kann. Ja, ich weiß, kann man so auch einmal. Aber dass man sie auch abbauen kann und weiter mitnehmen kann. Ja, jetzt bin ich hier mit dem See ja doch ein bisschen in die Mitte gegangen. Na, das war aber auch nur, weil da das blöde Skelett uns fressen wollte. Warum jagen die Skelette uns eigentlich? Ich meine, bei Zombies kann ich es verstehen. Die wollen unser Gehirn. Ah, was will so ein Skelett von uns? Die haben ja nicht mal mehr einen Magen. Also, theoretisch können sie uns gar nicht fressen. Habe ich da drüben schon einen rausgekloppt? Oh, macht ja nichts. Krieg ich den von hier komplett weg? Nee. Mal wieder hier ein bisschen die Setzlinge mitnehmen. Und hier.
Oh Mann. Irgendwie wird einer nach dem anderen von meinen Skype-Bekannten. Wartet mal ganz kurz. Gehackt. Das ist Wahnsinn. Das erkennt man daran, wenn sie auf einmal anfangen, euch dubiose Links zu schicken. Ja, wer benutzt heute noch Skype? Ist ja auch schon Schnee von gestern. An ICQ erinnert sich keiner mehr. MSN ausgestorben. AIM auch ausgestorben. Also, ich bin mal gespannt, wann TeamSpeak 3 ausstirbt oder wann TeamSpeak 4 kommt. Vielleicht dann mit Videokonferenz? Das wär's doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, da fehlt noch ein bisschen. Da werden wir wohl noch einen Tag brauchen. Obwohl wir auch heute wieder eine große Fläche abgeholzt haben. Ja, inzwischen haben wir schon einiges an Rolling Setzling. Irgendwie habe ich wirklich Probleme mit meinen FPS neuerdings. Da wird doch wohl nicht meine Grafikkarte durchbrennen. Ist noch nicht so alt. Ja, letzte Mal beim Treiber installieren ging was da in die Hose. Könnte sein, dass es daran liegt. So. Fast ein ganzes Stack Setzlinge gesammelt. Bisschen über ein Stack fehlt noch. Setzlinge kriegen bald eine eigene Kiste, so wie es aussieht. Ja, Quatsch. Da haben wir auch schon die Hälfte. Da haben wir über die Hälfte. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt ein bisschen schneller ist. Ich hatte tatsächlich einen Shader drin. Vielleicht, dass der nicht mehr aktuell ist oder sowas. So, Schwerpunkt heute liegt darauf,
die Dunkeleiche voll zu kriegen und nebenbei so viel anderes Holz wie möglich mitzunehmen. Scheiße! Och, komm! Wo kommen die denn immer her? Läufst da vorbei, läufst da dreimal im Kreis, siehst nichts und auf einmal explodiert er. Oh, müssten ungefähr 4 Bäume sein, die uns da noch fehlen. Ja, das heißt, wir können die Kiste schon mal voll machen. Mann, ist das inzwischen ein weiter Weg geworden. So. Den Stack will ich dann noch voll kriegen. Wie gesagt, keinen Platz verschwenden. Und dann ziehen wir erstmal weiter. Blümchen ernten, gelbe Blümchen ernten. So, 4 Blöcke fehlen noch. Schauen wir nehmen jetzt einfach hier vom Rand. So, perfekt. Dann ran an die Eichen und Birken, die hier noch stehen. Ansonsten können wir ja noch Blumen ernten. Allzu weit weg möchte ich jetzt auch nicht gehen, weil dann ja immer noch die Gefahr besteht, dass wir nicht mehr zurückfinden. Leder kommt immer gut. Sind die Zombies nur? Wahrscheinlich eine Höhle hier drunter. So. Gibt ja auch noch ein bisschen Erfahrung hier.
Kann doch nicht noch eine dritte? Da hinten hat sie noch kochen. So. Hätte ich da unten jetzt Diamanten oder sowas gesehen, wäre ich runtergehüpft. Halben Baum hängen. Und na gut, dann würde ich jetzt sagen, langsam zurück. Auf jeden Fall nicht verlaufen. Ja, damit haben wir hier ein schönes, breites Tal erschaffen. So, dann packen wir mal alles ein. Das war die Laubkiste. Birke erstmal voll machen. Dann haben wir noch Eiche. So, ihr wart voll. Dann nehmen wir doch hier die Birkenkiste und packen dort den hier mit rein. So. So. Setzlinge. Von allen etwas. Und Blumen. So. Die nehme ich mit. Dann lasse ich einfach mal hier stehen. Und dann geht es einfach mal in die Richtung hier weiter. Über die hohen Sanddünen. Oder drumherum. Da oben ist wieder eine Birke. Nimm mal zu, dass wir hier ein bisschen an Höhe gewinnen.